erlebt das. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Hause. Alles hier im Kapitol. In glänzender, gelöster Festtagsstimmung. Und das mag manchen von Ihnen wundern. Aber vielen Dank. Wir mussten es heute Morgen lesen. In 30 Jahren, genau ab jetzt, ist Schluss. Nicht nur mit Sat.1, sondern generell. Und zwar der böse und total gemeine Meteorit. Ja, der Asteroid, so heißt das genau. Der Asteroid XF11. Hä? Rast auf die Erde zu und könnte in 30 Jahren, wenn wir nicht das Glück haben, dass 99% der seriösen Wissenschaftler vorausberechnen, dass er in 1 Million Lichtjahren an der Erde vorbeizischt, dann könnte er bei uns hier einschlagen und böse, böse Verwüstung anrichten. Der XF11 in 30 Jahren. Was morgen runterkommt, ist die Mirre. Es hat aber auch Vorteile. Es hat aber auch Vorteile, weil man sagt dann in 30 Jahren einfach, ach Schatz, da gehen wir zum Silvesterfeuerwerk nicht raus, sondern es kommt rein. Das Feuerwerk kommt zu uns in die Wohnstube. Viele Kleinanleger, ja, haben heute Morgen wirklich ins Laminat gebissen und haben gesagt, was? Was? Mutti, stimmt das? In 30 Jahren ist alles vorbei? Scheiße, das Festgeld wird erst in 40 Jahren fällig. Da hat man das angelegt für 5,83926% auf 50 Jahre fest, ja, und dann kommt der Meteorit. Und die Wissenschaftler haben gesagt, wenn er die Erde trifft, 1,6 Kilometer Durchmesser, dann richtet das die Verwüstung von 200 Hiroshima-Bomben an. Aber, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er in 1 Million Lichtjahre Entfernung einfach sagt und tschüss und sie überhaupt nichts mitkriegen, wie so oft, ja, ist noch größer. Trotzdem, ja, ich muss wirklich sagen, selbst wenn ich vor meinem Schloss stehen würde, ja, in 30 Jahren, ich meine, dann bin ich 70, oder? Dann sage ich noch 10 Jahre und dann beginnt meine Abschiedstournee. Ja. Und dann würde ich sagen, da kommt der Meteorit. Aber als fast konvertierter Lutheraner würde ich sagen, hier kommt der Meteorit, Özgür, pflanz ein Apfelbäumchen. Wie heißen diese halb Verhungernden mit diesen langen Ding? Esoteriker. Ja, Esoteriker sagen sich dieser AF11. Ist das etwas Neues? Woher kommt dieses Ding? Hat Gott einen Golfball verschlagen? Werden wir von Pluto zugeschissen? Ja? Oder ist das im Sinne Heideggers das Sein an sich? Oder im Sinne von Giovanni Trapattoni der große Struf? Ja, bei uns in der Garage. Da sitzt er, der Trainer des FC Bayern. Der Trainer des FC Bayern sitzt in der Garage. Seht ihr mal. Ja? Ja. Der sitzt in der Garage. Das hat es in dem Leben. Ich kann es Ihnen beweisen. Giovanni, was reimt sich auf Kunz? Struf. Ja. Macht er. Kein Geld, einfach aus Spaß. Toll. Ja.
Ich kann Ihnen schon mal sagen, falls Sie überlegen, was soll ich denn sagen, wenn mich der Meteorit trifft? Wenn AX11 oder AF11, ja, oder F27013 unseren schönen Planeten trifft, dann heißt es in jedem Fall für jeden von uns, ich habe fertig. Das Wochenende wird heute Abend hier bei uns festlich eingeläutet. Und ich sage es nochmal, wenn Sie zu den Millionen von Lottospielern im Lande gehören, der Jackpot hat zurzeit eine Summe von 22 Millionen Mark. Wir erinnern uns an den Mann, der zuletzt den Jackpot der ARD knackte, Reinhold Beckmann. War noch ein bisschen mehr, aber hat Spaß gemacht. Und ich finde, angesichts solcher Summen von 22 Millionen Mark, ja, sollten wir nie nicht vergessen, die am Rande stehen, Lottospieler, die nur eine lumpige Million gewonnen haben. Gibt es ja auch viele. Ja? Hey, da wird ein Ferrari gekauft, 10 Wohnwagen, eine Party gemacht, dann ist das Geld weg. Ja, so schnell geht es oft. Falls Sie nicht wissen, wo kriege ich eigentlich so einen Lottoschein? Ja? Viele machen ja das Kreuz überall sinnlos hin, auf Wahlzettel. Ja? Oder, ja. Aber einen Lottoschein, ja, weil Sie nicht wissen, wo kriege ich den? Es ist so, wenn Sie im Ruhrgebiet wohnen, ja, dann kriegen Sie ihn bei ehemaligen Bundesliga-Profis. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, der ehemalige Bundesliga-Profi muss im Ruhrgebiet sofort nach Abpfiff des letzten Spiels eine Toto- und Lotto-Annahmestelle eröffnen. Das ist der wichtigste Job, noch nach dem anderen Titel Repräsentant eines großen Sportartikelherstellers. Ja. Toll. Ich klinge für mich irgendwie verkrampft, oder? Ja, ich bin jetzt Repräsentant eines großen Sportartikelherstellers. Warum sagt man nicht einfach Vertreter bei Adidas? Oder? Ja? Wir feiern heute einen sensationellen Geburtstag. Und man sieht es ihr nicht an, dass sie so alt wird, weil sie sich ein Leben lang sozusagen selbst gecremt hat. Für viele von Ihnen rätselhaft. Ja? Die Lösung heißt, Nivea wird 87. Hätten Sie gedacht? Sieht Nivea? Sieht Nivea aus wie 87? Nivea, die gute, alte, ein Leben lang uns begleitende blaue Büchse. Ja? Nivea wird 87 und Nivea ist für viele, Achtung, und Antoine, das braucht einen Trommelwirbel. Das ist die Crème de la Crème. Ja, viele Freunde der klassischen Musik werden sagen, und Achtung, jetzt kommt es sehr hart, da hat doch schon Johann Sebastian Bach diesen Choral geschrieben für das Nivea-Jubiläum. Was sollte ich mich denn krämen? Herzlich willkommen, Heide Simonis, meine Damen und Herren, bei uns. Ja. Ich hätte es Ihnen gerne noch mal gezeigt, aber ja. Vielen Dank. Seit dem Wahlsieg von Gerhard Schröder mit Hut ganz auf der Nase. Die häufigsten drei Sätze aus meiner Jugend waren, erstens, hör mal auf zu heulen, sonst kriegst du noch eine. Der zweite Satz war, da ist jetzt kein Stück Fett dran, jetzt iss mal. Wenn man so vor dem beheizten Teller saß. Ja? Nee, da ist jetzt kein Stück Fett dran, iss mal. Und der wichtigste Satz, passend zum Jubiläum, war, jetzt machen wir ein bisschen Nivea drauf. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder? Das war, ja, lange vor Homöopathie, lange vor Esoterik, lange vor unserer oft menschenverachtenden Apparatemedizin, mach mal ein bisschen Nivea drauf. Auf alles. Nivea drauf gab es für spröde Lippen, für trockene Lippen, für trockene Hände, für Schürfwunden, für offene Beine. Ja? Mach mal ein bisschen Nivea drauf, auch wenn gerade mal keine Butter im Haus war. Mach mal ein bisschen Nivea drauf. Hör auf zu heulen, sonst kriegst du noch eine.
Und das Schöne war immer, es gab für mich zwei. Ich habe mich oft gefragt, wie bin ich so geworden, wie ich heute bin? Ja, ich war ja nicht immer so. Früher war ich wirklich arrogant und überheblich. Ja. Und ich glaube, ein Grund ist, es gab zwei Sachen, die mich als Kind geprägt haben. Das eine war, wenn man irgendwie morgens rauskam aus dem Haus und dann kam irgendwie noch mal die Oma oder die Tante hinterher und sagte, warte mal, du hast dich ja nicht richtig gewaschen, und hat mit Speichel auf dem Taschentuch die Krumen aus dem Augenwinkel rausgemacht. Ja? Komm mal her. Nein. Komm her. Ja, so. Das ist das eine. Komm mal her. Ja. Und das andere war, bei Erkältung Nivea in die Nasenlöcher geschmiert. Das hat einen irgendwie wahnsinnig gemacht. So wie dieses Geräusch, wenn man mit den Fingernägeln an der Tapete runterfährt. Nivea in die Nasenlöcher, ja? Und der Rest auf der Hände verschmiert und dann als Brillantine-Ersatz ins Haar. Man muss ehrlich sagen, Nivea in die Nasenlöcher und den Rest als Brillantine in die Haare, es war das erste Two-and-One der Geschichte. Oder? Es ist ja heute sozusagen viel mehr Markenbewusstsein da, schon bei Kindern, bei jungen Menschen. In meiner Jugend, da war eigentlich das einzige Markenbewusstsein sozusagen die Zugehörigkeit, hatte man im Schwimmbad den weiß-blauen Nivea-Ball oder den orangenen von Creme 21. Mehr gab's ja damals nicht in der schlechten Zeit, ja, zwischen 75 und 92. Und man war froh, wenn man überhaupt einen von beiden hatte. Nivea ist ja auch ideal, um sich vor den bösen Sonnenstrahlen. Die Sonne ist übrigens auch sehr böse, haben Sie auch nicht gewusst, oder? Ja, man geht raus, sagt, ach, tolles Wetter, Vorsicht. Ja. Rechts die Sonne, links der Meteorit, bleiben Sie im Haus. Oder? Und Nivea hat ja auch den Sunblocker oder die Sonnenmilch, Sonnenschutzfaktor 2417. Ja. Ich habe sehr, sehr, sehr empfindliche Haut. Ja. Ich schmiere schon einen Sonnenschutzfaktor. Heißt das eigentlich Sonnenschutz oder Lichtschutzfaktor? Ich glaube, man sagt LSF. Ja. Ich habe Lichtschutzfaktor 4328 und diese Creme schmiere ich mir auf den Taucheranzug am Strand. Das kann ich wiederherstellen, dieses. Das möchte ich mal von Roger Willemsen gefragt werden. Was war das für dich für ein Gefühl mit Nivea in den Nasenlöchern? Okay, aber das hat einen irgendwie gepackt. Ähnlich wahnsinnig hat mich übrigens auf Wanderungen gemacht. Ja, man musste so als Kind immer durch den Wald. Und dann hieß er, atme mal ein. Ah, wunderbar. Man dachte, ich will Flipper gucken. Sei ruhig. Ah, ja, und dann, ich will ein Fanta, ist ein Apfel, das erfrischt viel mehr. Auch hart, oder? Und dazu noch Nivea in den Nasenlöchern. Ich bin Fanta. Aber schon als Kind habe ich gespürt, eines Tages lässt mich Sat.1 vor die Kamera und dann gibt's Rache. Nivea fettet, und das sage ich gerne, nachhaltig. Aber wer von Ihnen weiß das nicht, der schon mal im Wintermantel den Deckel in der Tasche verloren hat? Ja, das Neue in meiner Serie live aus der Frauenhandtasche. Ja. Stift mit alten Haaren drauf, Reste von Bonbonpapieren. Hier in Köln wird übrigens an ganz hohen Feiertagen, also 300 Mal im Jahr, Nivea als Ersatz für Vaseline gewertet. Das ist so. Man kann im Grunde sagen, das ist so sexuell und arbeitsrechtlich interessant. Ja, man kann sagen, vor 87 Jahren
Mit der Erfindung von Nivea begann auch die Gleitzeit. Gerade wir im Showgeschäft sagen offen, lieber Nivea in der Nase als Platin. Es gibt so dumme Scherze mit Nivea, oder? Kennen Sie auch den dümmsten Nivea-Witz, ja? Es tat nie weher als beim ersten Mal. Das ist doch grausam, sowas. Ja? Was bedeutet Nivea? Was bedeutet Nivea? Und das ist toll, wenn Sie ein Loch in der Nasenscheidewand zum Beispiel haben und es mit Nivea zumachen. Was bedeutet Nivea im Lateinischen? Schnee. Ja. Schnee. Einer unserer beliebtesten Mitarbeiter, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist unser Ossi. Riesen-Fanpost. Ja, wir haben ja einen Ossi angestellt. Und er wird auf der Straße umjubelt und beklatscht und alles. Und wir haben uns gedacht, eigentlich, es gibt einen großartigen Titel, Stranger in Moscow von Michael Jackson. Und ich finde, dieser Titel passt viel besser zu unserem Ossi. Und wir möchten Ihnen heute die neue Reihe vorstellen. Unser Ossi singt Michael Jackson. Ein Genuss. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt, dass es schon wieder weitergeht. Ich bin nun auf kaum einen Gast so häufig angesprochen wie auf die Führende in unserer Nachfolge für Pamela-Wertung. Gestern war uns zu Gast gewesen, wenn Sie es gesehen haben, Annina Ukatis. Annina Ukatis. Und viele haben heute bei uns Faxe geschickt und angerufen und gesagt, ich soll mal alle Fotos zeigen. Ich hätte die gestern so schnell vorbeirauschen lassen. Das sind Fotos. Annina auf dem Balkon. Denken Sie an den Meteoriten, meine Damen und Herren. Noch eins? Noch eins? Wow! Schauen Sie sich das an. Bedrohlich, aber irgendwie auch friedlich, oder? Versöhnlich. Oh, das ist nichts mehr. Das ist Annina Ukatis. Das Wochenende und darf man was Pädagogisches sagen? Man muss doch nicht das ganze Wochenende vor der Glotze hängen, oder? Wie gefällt Ihnen sowas? Ja? Man muss doch nicht das ganze Wochenende vor der Glotze hängen. Man kann doch, während der Fernseher läuft, mit der Familie mal was spielen. Oder reden. Oder Denksportaufgaben lösen. Und genau das wollen wir Ihnen mal empfehlen. Wir haben eine Anregung für Sie, was Sie am Wochenende mal machen können. Unser Foto-Quiz. Schauen Sie hier. Sie sehen hier ein Ei. Dann sehen Sie daneben Batman. Sie sehen Rotkäppchens Großmutter. Süß gemalt, oder? Und daneben Giovanni Trapattoni. Ja. So, ein Ei, Batman, Rotkäppchens Großmutter und Trapattoni. Was haben diese vier gemeinsam? Unter gewissen Umständen werden sie zum Tier. Das war doch mal was. Das war doch mal was. Thank you.
Jens Weißflog. John F. Kennedy. Verona Feldbusch. Und Giovanni Trapattoni. Was haben diese vier gemeinsam? Na? Ja. Alle vier sind am lustigsten, wenn sie versuchen, Deutsch zu sprechen. Bitte? Ja, Herr Trapattoni, das ist ein echter... Ich sage ja zu deutschem Wasser. Heute ist Freitag, der 13. Habe ich recht, das ist schon der zweite Freitag der 13. in diesem Jahr, oder? Ja, nicht? Letzten Monat, glaube ich, hatten wir auch. Und letzten Monat, wenn ich das richtig erinnere, wie gefällt Ihnen eigentlich diese Formulierung? Wenn ich das richtig erinnere, im Gegensatz zum konventionellen, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn ich mich richtig erinnere und wenn ich das recht erinnere. Beides geht. Ist das nicht toll? Das ist für mich so fantastisch. Ja? Für mich ist das, wie Trapattoni sagen würde, ein echter Strunk. Was erlaubt? Sechsmal Spiel! Verlässt! Hermann, was er haben soll! Freitag der 13. Schieben Sie das nicht vorschnell von sich weg. Ja? Es kann als Aberglaube mehr bedeuten, als man ahnt, wie unser streng wissenschaftliches Dokumentarfilmchen zeigt. Dass man an einem Freitag, den 13., nicht unter einer Leiter durchgehen, einer schwarzen Katze begegnen oder einen Zwerg anfassen sollte, das weiß wohl jedes Kind. Doch es gibt noch ganz andere Dinge, die man an diesem Tag an bestimmten Orten auf jeden Fall vermeiden sollte. Eine ganze Stadt explodiert. Hochhäuser werden einfach so dem Erdboden gleichgemacht. Und was? Was war der Auslöser? Dieser Idiot hat am Steuer eines Daihatsu mit einem Handy Ferngespräche geführt, statt auf den Straßenverkehr zu achten. Kacke, Mann. Richtig schlechtes Wetter. Das kann einem heftig die Petersilie verhageln. Und der schlichte Grund? Am Tag zuvor hat diese Turiner Tunte ihre Spaghetti nicht schön brav aufgegessen. Verschwindend kleine Bandlieder deutscher Fernsehshows, die meinen, am Freitag, den 13. unbedingt Orgel spielen zu müssen, ereilt die Strafe auf dem Fuß. Sie werden in ein kleines grünes Männchen verwandelt. Wer wie dieser Sportsfreund im US-Bundesstaat Arizona Cabrio fährt, sollte ganz besonders vorsichtig auf Güllewagen von vorne achten. Die Cabrio-Fans in Texas dagegen brauchen keine Angst vor Güllewagen zu haben. Ebenfalls großes Unglück bringt es am Freitag, den 13. in Österreich mit dem rechten Fuß zuerst in den Wagen zu steigen. Da muss man sich nicht wundern, wenn man direkt darauf mit 160 Sachen in eine massiv Betonwand rast. Oder vor Neufundland Jungkabeljau zu angeln. Oh Gott! Jeder weiß, dass das nur ein paar Meilen weiter zu ganz hässlichen Schiffsuntergängen führen muss. Die Fallstricke dürften jetzt klar sein. Also, passen Sie gut auf sich auf. Schon erschreckend, oder? Anina Ukatis. Ich muss auch mal sagen, ich bin meinem Sender, also ich sage, der gehört nicht mir, aber ich sag, der Sender, bei dem ich beschäftigt bin, die Ehre habe, beschäftigt sein zu dürfen. So sagt man das. Und ich bin Sat.1 wirklich dankbar, dass ich überhaupt zum Beispiel solche Fotos zeigen darf. Ja? Woanders darf man das gar nicht. Zum Beispiel bei RTL darf man dieses Foto nur zeigen, wenn die Hände weg sind.
Und das ist, weil Sat.1 ein liberaler Sender ist. Ein progressiver. Aber ich will es nicht verschweigen. Es sind natürlich auch schon Situationen passiert, in denen Sat.1 sechs Wochen später angerufen hat und gesagt hat, sowas kommt nicht mehr vor. Und das ist kürzlich passiert bei verschiedenen Gesprächen. Und sieht so aus, sie sagen immer, Mensch, diese Gespräche mit den Superstars, mit den prominenten Gästen, das ist so easy, so harmonisch, so locker, das hat Spannung, das hat Witz, das hat Charme, das hat Sex. Manchmal müssen wir die besten Sachen wegschmeißen, auf Befehl von Sat.1. Zum Beispiel neulich, was da mit Birgit Schrowange passiert ist. Birgit, ich habe das Buch mit großem Interesse gelesen. Mhm. Ja? Und Sie gefallen mir. Bitte? Sie gefallen mir. Also mir haben vor allem diese Kapitel gefallen, in denen es um um die Anfangszeit geht, wie... Ja. Wie du aus... aus Brilon... Mhm. Wie hat dir denn die schöne Krawatte ausgesucht? Die hing einfach so da hinten. Birgit. Dieses Buch, ja? Ja. Da war... Ja, erzähl weiter. Da ist diese eine Stelle, wo du ganz alleine in der Kirche sitzt und... Du hast so schöne Augen. Jetzt mal ehrlich, Birgit, ich mein, bitte mal, beantworte mal die Frage. Du machst mich an. Birgit. Ja, da, komm! Hat Sat.1 gesagt, darf nicht gesendet werden. Und weil das ging noch einigermaßen. Aber kurz vor Weihnachten im letzten Jahr war Peter Hane vom ZDF bei uns zu Gast. Und da war es noch extremer. Und schauen Sie, was Sat.1 da nicht erlaubt hat. Ich meine, du bist jetzt wieder zu bescheiden sein, aber du bist ja unglaublich beliebt und populär. Und da kann ich mir vorstellen, dass da wöchentlich hunderte von Briefen beim ZDF eingehen. Und liest du die alle? Beantwortest du alle? Erreichen die dich überhaupt alle? Also erreichen, das ist natürlich immer schwierig, wenn die Leute die Adresse zum Beispiel nicht genau wissen. Ich kriege sehr viel, Päckchen, Pakete, selbstgestricktes. Gerade jetzt, wir gehen ja auf die Weihnachtszeit zu, so diese schönen Häkeldeckchen. Auch was man hinten so als Klorollen, süß, im Auto. Wahr, Umhang so im Auto, ja, haben kann und so auch die, das Autonummernschild gestickt und so. Na gut, das gibt dann so verschiedene Sachen. Also bei Harald Schmidt wäre es ja schwieriger, wenn da steht Harald Schmidt Deutschland. Da gibt es ja wahnsinnig viele von. Ja. Aber Peter Hane Deutschland. Also ein so ein Ding ist schon mal angekommen, in der Tat. Peter Hane Deutschland. Deutschland. Einfach, ja, Deutschland. Und sonst bei der Post kennt man nicht die Briefe, kriegst du alle Fanpost und so. Naja, gut, also manchmal gibt es dann schon so Sachen. Vor ein paar Wochen ist mir Folgendes passiert. Habe ich einen Zettel im Briefkasten. Ein lieber Nachbar sagt, Herr Hane, dringend zur Post. Da hängt ein Brief im Kasten für unanbringliche Sendung. Allein dieses Wort. Ja. Nicht wahr? Deutsche Sprachkultur. Toll. Unanbringliche Sendung. Ich gehe also zum Postamt, stelle mich erst mal eine halbe Stunde in die Schlange. Als ich endlich drankomme, sage ich zu dieser netten Dame, ich sage, ich bin hier eine unanbringliche Sendung. Da ist mein Brief im Kasten, ist nicht angekommen. Soll ich abholen? Wie? Was? Kasten? Kenne ich nicht. Bin ich nicht für zuständig, müssen Sie in den Kundendienst. Ich in den Kundendienst, wieder angestanden. Nein, diese Sachen, die sind in Marburg. Ich sag, wieso in Marburg? Ich wohne doch in Mainz. Denke, aber die Zentrale ist in Marburg. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich brauchte so ungefähr eine Stunde, bis ich gesagt habe, wissen Sie was, vernichten Sie dieses Ding. Ich will es gar nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht, was drin war. Das ist ja unglaublich, das ist ja Wahnsinn. Ja. Heute haben wir uns dann zwei absolute Erotik. Nada, als Gäste eine Pop-Diva aus Australien. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus ihrem neuesten Video. Kylie Minogue bei uns heute Abend zu Gast. Und die männliche Antwort auf Kylie Minogue. Mein erster Gast hat wieder ein gigantisches Ereignis vor sich in diesem Jahr. Die Fußball-Weltmeisterschaft. Und ich soll ihn hier ankündigen mit dem Satz, er ist seit 1982 Leiter der Programmgruppe Sport beim WDR. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, hier kommt Mr. Fußballreportage persönlich,
Namen deinerseits, Heribert Fassbender. Jetzt hat er mir den Gag schon vorweggenommen. Also, was sagt man in dieser Woche? Buonasera a tutti. Ja, zum Beispiel. Oder wie Giovanni Trapattoni sagen würde, einfach... Struf! Ich meine, das ist doch... Das schickt doch der Himmel, oder? So wunderbar. Eine Pressekonferenz. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee, noch nicht. Und ich finde auch toll, wie die Leute das sofort umgesetzt haben. In Dortmund die Fans, die sofort skandiert haben am Mittwoch, ihr seid wie Flaschen. Leer. Jeder wusste, was gemeint war. Ja, das ist doch großartig, dass ein Trainer mal richtig ausflippt. Ja? Glaubst du übrigens, dass das Wirkung zeigen wird? Nee. Wobei ich erst mal den Strunz in Schutz nehmen muss. Ich glaube, da gibt es Sprachschwierigkeiten. Dem stinkt, dem Trapattoni, dass der Strunz sich dauernd die Haare färbt. Ich kenne den noch vom MSV Duisburg, das ist ein prima Junge. Aber das mit den Haaren, ich glaube, das macht Signore Trapattoni ein paar Probleme. Ist das wirklich wahr? Meinst du nicht, wenn er häufiger mal spielt, wie der sechsmal spielt, ja? Dass ihm dann die Haarfarbe egal wäre? Es kann natürlich sein, dass er nicht mehr sechsmal spielt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, also ich meine, die sind böse verdonnert worden. Ja. 20.000 Mark Basler, Strunz. Da hat aber doch mal einer gesagt, das ist für die Peanuts. Ja, aber wahrscheinlich ist das auch für einen Fußballprofi Peanuts, oder? Was ihm natürlich wehtut, der will ja noch mit zur Weltmeisterschaft. Und ja. Das kann er nur, indem er sich empfiehlt durch gute Spiele. Also muss er spielen. Ist es nicht so, dass man eher sagt, man empfiehlt sich eher, wenn man jetzt bei Bayern momentan nicht spielt? Das kann also auch sein. Das ist ja die große Sorge von Berti Vogts. Berti. Nicht? Die Dortmunder total außer Form. Nein, Heribert, ja. Außer Form. Und die Bayern? Ja. Das hat es aber mal gegeben, 1954. Da verlor der erste FC Kaiserslautern das Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft gegen Hannover 96 mit 1:5. Anschließend wurden 5 lauterer Spieler Weltmeister. Das war die Mannschaft mit dem Chef. Ja, mit Fritz Walde und Ottmar Walde, ja. Liebrich, Kuhlmeier. Guck mal, das hast du, 54, sowas hast du alles. Da habe ich noch nicht kommentiert. Aber kurz danach hast du angefangen. Ja, das hast du alles so drauf. Bist du denn so ein wandelndes Archiv oder sitzt du zu Hause und lernst auswendig Strunz, Basler, Scholl, Strunz, Basler, Scholl. Also für das Spiel. Also das mit 54, das ist das Langzeitgedächtnis des Alters. Die heutige Mannschaft, die kennt man. Manchmal hat man den Eindruck, man kennt sie nicht, wegen der Haarfarbe. Ja. Aber auswendig lernen tue ich nichts. Jetzt hast du ein großes Ereignis wieder vor, die Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Mhm. Die ARD überträgt das Finale. Ja. Tut das weh ohne deutsche Beteiligung? Also das ist, glaube ich, erst mal das Wichtigste, dass Deutschland im Finale ist. Natürlich wünscht sich jeder Fußballfan ein Endspiel Deutschland gegen Brasilien. Ja. Glaubst du da dran? Ja. Mit dem Umkehrschluss, im Moment sind sie alle außer Form. Ja. Und im Juni, Juli, Berti wird das schon richten. Als Turniermannschaft und so weiter wird das wieder über den Kampf zum Spiel finden. Wirst du das Endspiel kommentieren? Das weiß ich noch nicht. Ich würde mal sagen, am Ende der Fastenzeit sind wir klüger. Da wird das festgelegt? Da werden wir uns verständigen, ja. Wie läuft denn sowas? Gibt es da eine Schießerei in der ARD irgendwo oder lauert man sich auf? Wir laufen da mit 3 Kollegen ein, Gerd Rubenbauer, Wilfried Mohren und ich. Und wir haben ein gutes Team mit dem Teamchef Fritz Pleitgen. Und irgendwann, wenn wir das so rechtzeitig festlegen, dass sich jeder auch auf die Spiele vorher, die jetzt schon feststehen, vorbereiten kann. Die ARD überträgt alle Spiele? Nee, im Wechsel mit dem ZDF, nur das mit dem Endspiel. Das wechselt. Ja. Beim letzten Mal war das ZDF dran, also sind wir diesmal dran und umgekehrt. Und es wird alles übertragen live? Alles live, mit Ausnahme von 2 Spieltagen, an denen 4 Spiele gleichzeitig stattfinden, also 2 immer zeitgleich. Ja. Da legen wir ein Spiel nach und das andere live. Aber es wird alles gezeigt, Nachberichterstattung. Richtig. Waldi Hartmann auch mit dabei. Waldi Hartmann im deutschen Lager bei Berti. Lässt Berti so nahe, ja doch auch kritische Leute an sich ran? Ja. Ja? Da hat sich aber doch einiges getan, oder? Ja. Werdet ihr so einen Co-Kommentator sagen, der dann irgendwie mal so wie früher immer sagt, seh ich auch so oder... Na gut, ich sag mal... Er geht weite Wege. Nein, wir haben es diesmal anders gemacht. Wir haben in unserem zentralen Studio in Paris neben dem Moderator Gerd Delling Günter Netzer, den großen Spielmacher der Europameistermannschaft von 72 und den ganz großen Regisseur von Borussia Mönchengladbach aus den 70er Jahren.
Ja. Und jemand, der auch wirklich immer eine klare Meinung sagt. Der hat eine klare Meinung. Schnörkellos und auch das, sagt... Der lebt jetzt in der Schweiz, ja. Hat das da mit dem Schweizer Fernsehen prima gemacht. Und ja. Ich freue mich eigentlich auf die Zusammenarbeit. Der wird permanent dabei sein. Ja, ja. Der hatte früher als Spieler, da habe ich den ja schon interviewt, dann hat er also, wenn man ihm eine Frage stellt, hat er gesagt, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir diese Frage stellen. Das sagt er heute nicht mehr. Nee, nee, das ist ein prima Mann und ich glaube, das wird eine gute Sache. Das wird funktionieren. Mhm. Wirst du denn dann hinterher auch so ein WM-Buch rausbringen? Nee, ich mache kein Buch. Also ich glaube, dass die Zeit der Bücher, ich habe ja ein paar gemacht, das ja. War auch ganz gut, dass die Zeit der Bücher vorbei ist. Nee, wir konzentrieren uns ganz auf die Weltmeisterschaft. Wird das deine letzte WM? Ja. Das sagst du so definitiv? Ja, also ich bin nachdenklich geworden, weil du eben was gesagt hast mit dem Meteoriten und in 30 Jahren und dass du dich dann zurückziehen wolltest. Wir können natürlich auch dann gemeinsam in Rente gehen. Ja, aber vorher musst du zur ARD zurückkommen. Das ist ein heikles Thema. Ihr habt ja sozusagen eine Galionsfigur, eine Lichtgestalt ja. Von Sat.1 ja. Mit 490 Millionen Mark weggekauft. Reinhold Beckmann, ja? Also ich wusste kommt von mir, hat mich sehr gefreut. Die Zahlen kann ich natürlich weder bestätigen noch dementieren. Da musst du unsere Intendanten fragen, die müssen das auch verantworten. Aber ja. Dass der Junge zurückkommt, finde ich prima. Im Moment zieht es ihn ja, wie man so hört und liest, nach Hörem, nämlich Talkshow und Unterhaltung. Das aber wir hätten aber das eine oder andere auch im Sport. Das ist doch aus Sicht eines Sportjournalisten nichts Höheres. Nee, für mich, es gibt eine ganze Reihe, nicht? Jörg von Torra und andere, die zieht es dahin. Ja. Ich habe das auch mal gemacht, ich habe mal Spiel ohne Grenzen moderiert, die Älteren werden sich erinnern, diese Schmierseifen-Olympiade. Ja. Aber damals war ich Leiter unseres Düsseldorfer Landesstudios und da musste ich das dran geben, weil man das natürlich als seriöser Journalist nicht machte. Mir hat das damals viel Spaß gemacht, aber ich habe Spaß am Sport ja. Und ich muss nicht die Schautreppe runterkommen, das liegt mir auch. Wird denn dann die Sportschau auch wieder anders? Also ich meine, ich bin ja nach wie vor ein großer ja. Fan der guten alten Sportschau. Mir gefällt auch das alles so, wie es ist, Tor des Monats und. Ja. Wird es dann, wenn ihr wieder alle Spiele zeigt, in voller Länge, 3 Stunden lang, jeden Samstag, wird es dann wieder anders in der Sportschau? Also die Sportschau war ja deswegen so populär, weil sie das Ganze zwischen 18 und 19 Uhr in einer Stunde, ja. Ohne Werbeunterbrechung, später auch mit einem Werbeblock dazwischen, ja. Der aber kürzer war als deiner hier, über die Bühne gebracht haben. Da konnten die Leute den Nachmittag noch verplanen, Mutti konnte sich fertig machen, abends gab es wieder Abendessen oder man konnte auch noch ausgehen. Dann war das vorbei. Das ist ein Modell. Die Privaten haben uns vorgemacht, dass man das auch länger machen kann, weil man mehr Geld verdienen will zwischendurch. Ja. Das wird man sehen. Wir haben die Rechte nicht. Wir haben also jetzt zwar die Möglichkeit, durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil theoretisch Kurzberichterstattung zu machen, aber wir haben gute Verabredungen und Verträge mit dem DFB. Im Moment bleibt alles so, wie es ist. Im Übrigen mit gut steigenden Einschaltquoten in unserer Sendung am Samstag, die ja vor Sat.1 rankommt. Herbert, ich sehe, du bist abgeklärt, weise, ein Elder Statesman des Tacklings. Ja. Oh ja. Die Blutgrätsche gehört nicht mehr zu deinem Wortschatz. Das ist vorbei. Eigentlich nie. Nee. Und jetzt ist sie ja auch noch von der FIFA verboten worden. Ja. Da haben ein paar ältere Herren in dem sogenannten Board entschieden. Also es gibt überhaupt keine Grätsche mehr von hinten. Das gab es bisher. Berti Vogts hat sofort reklamiert. Nicht, weil er selber als Terrier früher dahin gegangen ist. Der ist übrigens nie vom Platz geflogen. Der hat das also jedenfalls immer so gemacht, dass kein Schiedsrichter was dagegen haben konnte. Mancher Stürmer ja, dem er den Ball abjagte. Der hat gesagt, dann ist das Spiel nachher zu sehr verweichlicht, denn man kann das ja auch fair machen. Das wird man sehen. Wir freuen uns auf Frankreich, wir freuen uns auf dich und auf Fußball bei der Weltmeisterschaft. Komm wieder nach der WM. Habe ich jetzt fertig? Du hast jetzt fertig. Wunderbar. Ja. Herbert Fassbender und gleich Kylie Minogue. 11 Millionen Single, 13 Millionen Alben verkauft. Die Platte heißt wie sie und die Single raus heißt Breathe. Herzlich willkommen, Kylie Minogue. So, du hast schon das... Okay. Ja. Kylie, immer wenn du bei uns bist, siehst du ein bisschen anders aus. Ja? Letztes Mal ganz kurze rote Haare, jetzt das hier. Bist du so, bist du so ein Fashion-Typ und machst du das gerne? I do like to follow fashion, ja, natürlich, ich mag die Mode und ich folge der Mode. Aber ja, bei dir ist das Gleiche, du siehst anders aus und das sieht gut aus. Danke, du findest, das sieht gut aus, diese guten, leicht blondierten Haare. Ja? Das kurze, ich hatte früher schulterlang. Ja. Nein, das gefällt mir so ganz gut, das silbrige. Silver. Und ich hatte so Probleme, ich hatte mit den langen Haaren hatte ich Haarfresser. Spliss. Ja. Ah.
und Schuppen, die sich in den langen Haaren verklebt haben. Und ja, yeah, Mr. Dandruff. Und das hat einfach so, jetzt kann man das ein bisschen wegföhnen. Ja. Kylie, deine neue Platte, Just Kylie Minogue. Mhm. Ja, war 2 Jahre lang keine neue CD, warum hat das so lange gedauert? Das hat 2 Jahre gedauert. Eigentlich deshalb, weil ich mit unterschiedlichen Produzenten gearbeitet habe und ich habe viel auch selbst geschrieben und selbst gemacht dabei. Das sollte schon vor 6 Monaten rauskommen eigentlich. Das war sehr frustrierend, die 6 Monate. Das gab unerwartete Verzögerungen. Und ist es richtig, dass die Platte erst einen anderen Titel haben sollte? Ja, das stimmt. Impossible Princess, unmögliche Prinzessin sollte es heißen. Und das sollte rauskommen ungefähr zu der Zeit, als diese Tragödie passierte mit Prinzessin Diana. Deshalb haben wir den Titel dann doch nicht gewählt. Und jetzt ist einfach Kylie Minogue. Yes. Ja, genau. Ist ja auch ein toller Tick. Ja? Wir schauen mal rein in das Video der Auskopplung. Und es heißt, ich dachte zuerst, es heißt Breath, aber das heißt es nicht, es heißt Breathe. 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 Breathe von Kylie Minogue. Da musst du dich den ganzen Tag im Studio drehen. Wie machst du, liegst dann so auf so einem, auf so eine Art Couch oder auf einem Würfel und wirst gefilmt? Also da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, das zu machen. Zunächst einmal hatte ich so eine Art Geschirr an, zunächst mal. Das war wirklich, das tat weh und war unbequem. Und bei anderen Einstellungen, da liegt man so auf Würfeln oder so, das geht. Es ist harte Arbeit, ne? Wird es denn in diesem Jahr eine Tournee geben von dir? In Australien gibt es eine Tournee, und zwar im Juni. Und ich hoffe, dass ich dann auch die Gelegenheit habe, nach Großbritannien und nach Europa zu kommen. Wie ist es? Ich habe gelesen, bei dieser Platte haben dich verschiedene sehr prominente Musiker auch beraten. Ja, ist das richtig? Das stimmt. Manic Street Preachers waren dabei. Das ist sozusagen die Zusammenarbeit, über die meisten reden. Brothers in Rhythm zu erwähnen. The Grid. Ich hatte 4 unterschiedliche Produzenten dabei und deshalb gute Ideen drin. Und reden die dann alle von verschiedenen Seiten gleichzeitig auf dich ein? Oder ist es so, dass es nacheinander ist und dass du deine eigenen Ideen auch mit einbringen kannst? Ja, natürlich. Ich habe mit ihnen gearbeitet, und zwar getrennt mit ihnen gearbeitet zunächst mal. Und die waren unglaublich gut. Die wollten tatsächlich erst mal hören, was ich dazu zu sagen hatte, was ich erwartete von dem Album. Das war wirklich eine tolle Erfahrung. Also, ich sage es noch mal, das Album heißt Kylie Minogue, wie die junge Dame selbst. Und der Titel heißt Breathe. Breathe. Yes. Breathe. 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 Das ist für uns Deutsche so schwierig, das TH. Breathe. Breathe. Aber es geht so nach und nach. Ja, yeah, like this. Ja, yeah, breathe. Kylie, wenn du auf Tournee bist, schau wieder bei uns vorbei. Und wir sind sehr gespannt, wie der Look das nächste Mal sein wird bei dir. Ja? Es ist in jedem Fall immer wahnsinnig sexy. Und noch mal einmal diese Schuhe. Diese Schuhe sollte man noch gesehen haben, bevor es ins Wochenende geht. Das ist unglaublich. Das sind Stilettos. Ja? Kannst du auf denen auch länger gehen als für den Auftritt? Oder ist das nur für diese 10 Minuten? Und dann kommen die... I'm a high-heeled stuntwoman. Also, ich bin eine Stuntfrau auf hohen Absätzen. Ja, das... Ich kann alles damit machen, auf hohen Absätzen. Wir ahnen, was Kylie Minogue damit meint, meine Damen und Herren. Kylie Minogue. Ich habe fertig. Entschuldigung.